So, YouTube, hallo und willkommen zu Foundry. Ja, wir stehen hier auf unseren Forschungsding und da wollen wir auch weitermachen. Ich habe ja die anderen Forschungsserver geholt. Da drüben seht ihr aber eine kleine Anpassung. Wir haben Betonblöcke an den äußeren Säulen. Das ist jetzt durchgängig, nicht leitet keinen Strom, deswegen können wir das machen. Und dann sieht das ein bisschen besser aus, glaube ich, wenn man das hat. Wir haben hier unten drunter übrigens jetzt auch so eine Säule, sodass wir nicht wie in der Luft fliegen. Da hinten steht zwar noch ein Baum im Weg, aber das kriegen wir dann auch noch gefixt. Ups, so. Jetzt ist erstmal das Wichtige, die Server aufzustellen. Und wir sehen schon, die Plattform muss echt schon jetzt tiefer werden. Weil die natürlich stehen die Server falsch rum. Weil die Server natürlich. Plong, plong, plong. Wieder nicht richtig rumstehen. Wäre schon schön, wenn die einheitlich in eine Richtung zeigen, nicht wahr? So. Und dann würde ich sagen, machen wir es so, dass hier. Ja, okay, wie machen wir jetzt die Verteilung? Wir haben ja gemerkt, eigentlich müssen wir hier ankommen. Die beiden. Okay, ich mache das nochmal weg, sonst wird es unsymmetrisch. Dann kriegen die nur zwei dazwischen. Da denke ich immer nicht dran, dass nicht alle Teile gleich sind. Oh. Eigentlich braucht man noch gar keinen Platz, wenn man möchte, nicht? Aber ich mag lieber Platz haben. Wir haben unendlich viel Platz, dann sollte man ihn auch nutzen. Okay. Dann machen wir hier erstmal jeweils den Eingang. Okay, der kriegt seins ab. Da könnte also noch einer hin. Dann machen wir das mal so dicht dran. Eigentlich muss man jetzt schon berechnen. Ungültige Verbindung. Warum? Okay. Jetzt hat das richtig gemacht. Eigentlich müsste man jetzt schon wissen, wie viel man später ungefähr erweitern möchte, damit das gleich bleibt, ne? Hier hätten wir jetzt. Wir haben ja 100%. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. 100 durch 6 ist es überhaupt gerade. 16,66. Da geht's nämlich los. Wie macht man das? Wir brauchen eigentlich ein kleines gemeinsames Vielfaches. 6 durch 8, 12,5. Dann müssen wir mit 10 planen. Das wären für jede Forschungsstufe 2 mehr. Ich glaube, das ist auch das Maximum, was man als Bonus bekommen kann, oder? Maximale Forschungsgeschwindigkeit 500. Um die maximale Forschungsgeschwindigkeit zu erreichen, muss jeder Forschungsserver ausreichend mit Strom und wissenschaftlichen Gegenständen voll. Das ist 5, ist das höchste dann, oder? Wenn jeder 100 dazu bringt. Okay, das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Ist natürlich geil. Weil, das wird schwierig. Er kriegt also mehr als die anderen. Das ist ungünstig. Er würde jetzt von dem hier versorgt werden, der hier. Ups. Ich vergesse immer, dass ich da einen Abgrund habe. So, er würde jetzt von dem versorgt werden direkt. Und die teilen sich das. Ich meine, bei Forschungsdingern ist nicht so schlimm. Und
Und ich könnte die Prioritäten ändern. Ah, ja, vielleicht muss ich die Prioritäten ändern von den Dingern. So, und dass wir dann eher sagen, Priorität liegt da drauf. Aber wahrscheinlich kriegt er dann gar nichts ab. Man müsste so Prozentsätze einstellen können. Das hat mich schon bei Satisfactory so ein bisschen genervt, dass man das da nicht sauber einstellen konnte. So. Sagen wir mal, 75% gehen hier rüber. Dann teilen sich die 75% hier in 37,5 auf. So, und die 37,5 dann in 17,25 oder 17,65, irgendwie sowas. Und er kriegt aber 25. Und ich sehe noch was. Okay. So können wir es nicht bauen. So können wir es nämlich nicht bauen. Die Forschungsserver brauchen ja 5 Level. Das heißt, wir müssen die doch so nebeneinander setzen. Okay, ich dachte nämlich, wir brauchen ja mehr. Ja, dann können wir es hier anders bauen, auf jeden Fall. Machen wir das auf dieselbe Höhe wie da drüben. Das müsste passen jetzt. Wir können gucken. Trick 17. Nee, einen noch. Einfach mit dem Abrisstool messen. Dann brauchen wir aber nicht so weit nach hinten gehen. Das ist schon mal gut. Dann können wir auch den Baum nämlich lassen. Okay, ich dachte nämlich, man kann deutlich mehr machen. Was macht ja denn gar keinen Sinn? Okay, das genau auf der Höhe. Das passt also wunderbar. Was nicht wunderbar passt. Ist ein Bug oder was? Ach, die... Oh nein, die kann ich nur... Oh nein, Leute. Oh no. Die kann man nur wegzimmern. Oh, scheißen Dreck. Oh no. Oh no. Das ist ja bescheuert. Okay, von oben muss man die denn machen am besten. Dann stellt man sich hier einfach rauf, nicht? Und dann... Ah. Okay, man sollte... Die also wirklich erst, wenn man alles final hat, setzen. Ich will diese Treppe nämlich auch nochmal weg haben. Das macht auch keinen Sinn. Das Ding da oben macht auch keinen Sinn. Okay, das müssen wir dann lösen. Komme ich jetzt nicht hier ran. Die stehen ja hier richtig. Das heißt, wenn wir Glück haben, wir wissen, auf der Höhe muss es hin. Wir lassen mal einen Platz mehr, dann machen wir es mal dahin. Sind wir ja hier direkt dran. Sehr gut. Da so unsere Treppe ranführen. Oder Leiter. Zang.
Oh, wo war denn das andere Ding? Das muss doch hier auch gewesen sein. Hä? Na, dann ist hier. Hä? Wow. Also manchmal hat er echt Seifenfüße, nicht wahr? Na komm schon. Where are the Seifenfoods? Wenn man sich nicht bücken kann... Wow, Glück gehabt. Das ist bei Satisfactory ein bisschen besser, dass man sich halt hinknien kann. Also ich komme manchmal an Sachen ran, wo man sonst so nicht so leicht rankommen würde. Genau, dann machen wir es so. Passt. Sehr schön. Wie kommen wir da drüben hin? Mit einem... Oh shit, ich war oben und bin rückwärts. Ah, da dachte ich, ich springe nämlich zu weit. Und das so weit springen wir eigentlich genau richtig gerade. Okay, nochmal. Geronimo. Perfekt. Und wo ist der da hinten? Da. Wunderbar. Weg den Lachs. Ups. Ich habe den Baum mit weggesammelt, weil ich kurz nicht hingeguckt habe. Don't drink and drive. Okay, so. Ich würde sagen, wir fangen von dem hier an. Und dann müssen die ein bisschen freier stehen, würde ich sagen. Und immer zwei bilden dann eine Einheit. Weil wir da mehrere Level drin versenken müssen, wird so 6 Abstand zwischen denen lassen. Bei denen ist wieder egal. Dann wieder 6 dazwischen. Und bei denen ist wieder egal. Es ist schade, dass man nicht 6 haben kann. So. Die kriegen hier Level 1. 2, 3. 2, 3. 4, 5. 4, 5. Ich hoffe, das macht auch so Sinn dann. So. Standard Ausgang, Eingang. Okay, da kann man nichts einstellen weiter. Und der kriegt auch. So. Wir brauchen jetzt aktuell nur die ersten Level. Aber ich dachte mir halt. Die kommen hier zum Beispiel raus. Achso, nee. Die kriegen ja Eingänge. Muss man echt drauf achten. Dann können wir nämlich von da hinten hoch ran. Das gleiche auch hier. Die beiden können mal weg. Mach mich sonst fertig. Der hier kann direkt beliefert werden. Und die kriegen das auch noch. Einmal so, einmal so. Jetzt wird's spannend, wie wir die anderen halt anbinden. Also die müssen hoch. Machen wir's. Kriegen ja das zugeführt. Die beiden. So, das heißt. So. Ich hoffe, das
geht sich denn auf? Stimmt. Achso, jetzt habe ich die zusammengelegt mit Level 1. Und die und den nicht. Ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich das so mache. Die müssen auch nach oben. Okay. Kann ich die auch gleichzeitig? Nee. Schade, hätte ich sonst gleichzeitig seitlich gesetzt. Aber es geht leider nicht. Hab jetzt übrigens eine Lösung für meinen kaputten Freilauf. Ich wollte erst eine neue Narbe, meine alte Felge einsprechen lassen, aber das ist so teuer, sagt Normalement. Ich kaufe eine komplett neue Felge mit qualitativ guter Narbe schon drin. Dann kann ich ab nächste Woche endlich wieder Rad fahren. Ja, aber siehst du, das sind halt so die Sachen. Das geht ganz schnell ins Geld. Und wenn jetzt jemand wie ich noch weniger Ahnung hat, nicht so wie du, dann sagt er sich natürlich noch schneller, ach komm, wenn die mir sagen, das kostet 400, dann glaube ich das, oder 300. Ich meine, so machen ja auch die ganzen Autowerkstätten ihr Geld, sonst könnten die alle never ever überleben. Okay. Sieht ja erstmal brauchbar aus. Aber wie machen wir jetzt trotzdem die Verteilung? Also Level 1. Sagen wir Level 1 lassen wir wirklich hier ankommen. Ja, das ist jetzt natürlich wieder ungerade. Egal, machen wir so. Der direkt ran, dafür den Schalter umlegen. Und dann können wir hier direkt noch einen Verteiler ranzimmern. Okay, Level 1 würde hier ankommen, Level 1 würde funktionieren. Dann bauen wir Level 2, Level 3, Level 4, Level 5. Machen wir es so, dann kann ich da auch nicht durcheinander kommen. So. Level 2 würde dann das gleiche machen, nicht? Der würde direkt hier rangehen. Dafür Verteilung auf die anderen. Bedeutet. Eigentlich genau wie hier auch. Eigentlich können wir das die ganze Zeit wiederholen, nicht wahr? Wollte meine alte Felge ja behalten, aber 1 zu teuer und 2 macht das hier leider keiner. 150 bis 200. Er ist ja trotzdem aber eine Hausnummer, nicht wahr? Also wenn man sich das mal zu Gemüte führt, du kannst für 250 oder für 200 kriegst du schon ein billiges Rad, nicht?
Und das ist jetzt nur ein Teil, was kaputt ist. Wenn du jetzt noch zwei Teile kaputt hast, wie es bei meinem Rad halt der Fall wäre, oder zumindest zu ersetzen sind, dann kommst du halt schnell auf Summen, wo die Abwägung zwischen Neukauf und Co. gleich wieder sinnvoll ist. Und das finde ich immer so ein bisschen schlecht. Also ich verstehe es natürlich, aber wie in den skandinavischen Ländern halt auch ja vorgesehen ist, müssen die Sachen eher repariert werden können. Und das finde ich, ist eine wichtige Sache, die halt heute leider immer weniger Anwendung findet. Was da an Müll produziert wird, der nicht sein muss, ist echt nicht so sexy. Warum? Achso, du bist richtig. Einer von denen hier ist... Achso, das sind die beiden Vierer, alles klar. Verstehe. Du, 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 du. Oh, aber hier geht das ja gar nicht so. Weil das muss früher kommen. Eins früher. Ja, dann kann das eins nach vorne. Anderer Baumodus, komm. Achso, geht nicht, weil da noch was schwebt. Ja, gut. Anderer Baumodus. So. Achso, aber geht ja auch so nicht. Okay, selbst... Aber was ich machen kann, ich kann das natürlich einfach eins nach hinten setzen. Das ist ja das Problem. Dann machen wir das einfach zwei weiter nach hinten, dieses Förderband in der Höhe. Und dann können wir nämlich doch dabei bleiben. Zwei weiter nach links. So. Schaltung und sowas ist günstig, aber sobald das eine Narbe ist, wird es teuer, weil dann direkt neue Felge mit her muss. Ja, siehst du, muss man natürlich auch erstmal alles wissen. Ich wüsste sowas halt 0,0, nicht wahr? Also, das sind wieder die beiden. Das heißt, an sich müssen wir nur noch da hinten irgendwo ran. Und das wäre dann aber auf der Höhe wie hier. Also, auf der Höhe. Natürlich falle ich wieder runter. Oh Mann, das ist so nervig, dass man noch kein Jetpack hat. Das Jetpack kommt halt dann, wenn es nicht mehr relevant ist, nicht? Wenn man nicht mehr so viel baut. Das ist nicht so geil. Okay, auf der Höhe ist es, glaube ich. Jetzt sollten wir es gepackt haben. Ich muss gestehen, also bevor ich halt zu irgendjemandem gehe, dem man nicht vertrauen kann, der irgendwas repariert, würde ich am Ende doch lieber einfach neu kaufen.
Also auch bei Handys. Ich weiß nicht, wer da zu diesen dubiosen Handywerkstätten geht. Wer weiß, wo meine Daten danach da landen. Also das brauche ich wirklich nicht. Na, kriegt das da ran? Er weiß noch nicht, wo er es ransetzen will. Okay, dann müssen wir in den anderen Baumodus. So. Wir brauchen hier auf jeden Fall eine Verteilung dorthin. Und wir brauchen, ich meine, da ist ja direkt eine Verteilung. Der ist hier. Sehr gut. Du musst nur einmal rum. Und ich weiß gar nicht wo, da ganz hinten. Ich meine, wir haben ja eh nicht die vierte, nicht? Das heißt, wir können das auch erstmal weglassen. Aber theoretisch, oh, wir haben keine Dinger mehr. Oh, ich kann noch eins bauen. Ich habe keine Platten mehr. Wir müssen Platten besorgen. Oh, ich glaube, die Platten waren alle. Oh, not so good. Ja, dann müssen wir mal rüber. Bevor ich mein Handy zu so einem Typen in der Handywerkstatt bringe, erschieße ich mich eher als alles unseriöse Idioten. Ich glaube nicht mal, dass alle unseriös sind oder dass alle Idioten sind, aber 99,9% auf jeden Fall dir nicht unbedingt wirklich Gutes wollen. Sagen wir es mal so. Ich habe auch gar kein Problem damit, nicht? Früher konntest du die Sachen easy selber wechseln. Da hast du das Ding aufgeschraubt, hast dir gemerkt, wo die Schrauben sind. Und dann haben sie angefangen, alles zu verkleben, sei es beim Mac. Ich weiß, wir haben einmal habe ich beim modernen Mac das Display getauscht. Danach hattest du von innen halt Kratzer, weil ich nicht genau wusste, an welcher Stelle man teilweise ansetzen musste, trotz iFixit. Und dann hast du dir halt einfach, es reicht Mikrokratzer und die siehst du dann halt in der Rückseite vom Display. Das ist nicht mal mutwillig. Ey, danach habe ich gesagt, nee, sorry, wenn dann ein Mac kaputt war, neu kaufen, nicht? Also das ist, da gewinnst du halt auch nichts. Früher hast du die Dinge aufgemacht, du konntest alles reparieren, da waren nur 5 Teile drin, super. Im Zweifel war einfach nur das Kabel kaputt, lose, hast das wieder angedrückt und gut ist. Und nee, die Platten haben sich regeneriert. Guckt an, geil. Umso besser, weil dann können wir wiederherstellen. Und noch mehr herstellen. Und dann haben wir keine Stäbe mehr. Und Beton ist alle. Ja, dann gehen wir jetzt Richtung Beton und dann Richtung Stäbe. Und dann ist gut. Fairphone oder wie das heißt kaufen, da kann man alles selber wechseln. Hersteller will sogar, dass man alles selbst repariert. Ja, na gut. Aber dann habe ich nicht die Komponenten, die ich brauche. Für meine Zwecke zum Beispiel beim Stream. Das reicht dann alles nicht aus. Die Software kann nicht die Sachen unterstützen. Ja, ist nett gedacht, aber ich sag mal so, nicht zu Ende gedacht. Jetzt weiß ich auch, warum da kein Strom dran war. Weil der keinen Strom hatte. Weil der Kasten im Weg sitzt. Ich brauchte Beton, nicht wahr? Okay. Das ist ungefähr so gut wie bei den Biodynamics-Kopfhörern. Alles voll modular. Und dann stellt sich aber heraus, dass ein Plastik-Sollbruchteil einfach mal scheiße viel Geld kostet. Okay, der läuft hier auf jeden Fall leer langsam. Das heißt, hier müssen wir ran. Und das kann es echt ja nicht sein, dass ich allein 34 Euro für irgendwie ein Plastikteil oder so ausgeben muss. Für links und rechts. Und dann kommt, also ich habe ja zum Beispiel erst die Polster gewechselt, 30 Euro. Okay.
Dann hätte ich nochmal 30 Euro für die Plastikteile, weil durchs Polster wechseln muss man so eine Kraft aufwenden, dass die Plastikteile brechen, wenn die alt sind. Okay. Also brauchst du auch nochmal neue Plastikteile. Bist schon bei 60 Euro. Dann brauchst du aber auch noch einen neuen Kopfbügel, weil der vielleicht auch schon den Schaumstoff abgenibbelt ist. Bist du, der kostet dann gleich 50 Euro, bist du gleich bei 120 Euro. B-Ware-Kopfhörer von denen kostet 100 Euro. Was machst du also? Neu kaufen. Aber hast dann wieder einen Kopfhörer mit der Sollbruchstelle. So. Toll, ganz toll. Also habe ich mir die hier geholt. Die sind von Ayayay, vollmodular auch, austauschbar. Aber die haben so ein paar Schwächen halt, die man eingehen musste. Nicht mal von der Soundqualität, aber die quietschen das Ding hier zum Beispiel nicht fest. Richtig, das rutscht immer nach unten ein. Also das hier ist frei beweglich, obwohl es einrastet. Das ist ein kleines Problem, was ich zum Beispiel nicht so geil finde. 300. Okay. Ich nehme noch mehr Stäbe mit. Jetzt haben wir wieder keine Platten. Okay, dann nochmal zurück zu den Platten. Fairphone ist darauf ausgelegt, dass alle Ersatzteile günstig sind, damit die Leute die reparieren, statt neu zu kaufen, wegen der Umwelt. Ja, das ist gut. Ich meine, bei den Kopfhörern ist alles auch ein bisschen teurer, nicht? Ist halt in Dänemark hergestellt, muss man auch mal sehen. Das sind dann natürlich andere Herstellungskosten, als wenn du China-Ware hast. Wobei ich nicht glaube, dass alle Sachen in China, in Dänemark auch hergestellt sind. Wahrscheinlich assembled in Dänemark, nicht? Aber so genau kann man es dann wahrscheinlich auch gar nicht nachvollziehen. Und die lassen sich halt auch das Design von diesem Modularität erstmal gut bezahlen. Dafür könnte ich zum Beispiel jetzt einfach Bluetooth-Muscheln holen und die tauschen und dann hätte ich einfach Bluetooth-Kopfhörer. Das ist natürlich dann wieder eine schöne Sache. Okay, hier läuft auf jeden Fall noch nicht genug rein. Danach müssen wir eher mal gucken, dass wir Polymerplatte. Achso, okay. Dass wir die Ölsachen mal zum Laufen kriegen, wenn die Forschung wieder läuft. Fairphone hat leistungsstarke Handys und das neueste Android. Ah, gut. Aber ich brauche halt nicht das neueste Android, ich brauche spezielle, also für Stream halt. Nicht? Da brauchst du spezielle Protokolle, die wieder nicht Open Source sind, die aber von Samsung, pipapo und da muss es SRT unterstützen, dann mit der App kompatibel sein. Ah, das ist alles so not out of the box easy zu machen teilweise. Sonst hätte ich mir niemals ein Samsung-Handy geholt, nicht? Also für einen privaten Gebrauch never ever. Da hätte ich mir ein 200-Euro-China-Telefon geholt. Okay, jetzt müssen wir von unten daran. So rum. Was ist das? Ich hoffe. Ich komme da nicht hin, wo ich es hin haben will. Shit. Okay. Das ist halt auch blöd. Jetzt muss ich hier doppelt bauen, nicht? Ich muss es bauen, bauen, wieder abreißen, weil man das andersrum vorher nicht bauen kann mit diesen Kurven. Ist auch nicht so geil. Und das auch wieder weg. So. Jetzt wollen wir hier nämlich runter. Und dann kommen wir nämlich genau vor dem Ding hoffentlich an. Das sieht gut aus.
Hier kann ich wieder den anderen Modus nehmen. Zack. Kurve. Das Ding hier kann weg. Und dann auf Output stellen. Tschüssi. Jetzt läuft das natürlich erstmal hinten in den Dingern da leer. Oh Mann, Inventar verwalten. So. Nicht Rezept ändern. Inventar verwalten. Will die nämlich loswerden. Inventar verwalten. So. Und Inventar verwalten. So. Dann bin ich nämlich Level 1 erstmal komplett aus der Tasche los. Und die laufen jetzt hier hoch und dann gucken wir mal. Ich meine, die verbrauchen eh nur 3 pro Minute, nicht? Bei denen ist das gar nicht so relevant. Der hat auch. Und interessanterweise haben die beiden auch. Das heißt, das klappt. Sehr schön. Wer hätte es gedacht? Wir haben mal was richtig gebaut. Eigentlich können wir genau das Gleiche jetzt in einer anderen Höhe bauen. Jetzt haben wir ja auch ein Ding, an dem wir uns orientieren können. Das ist gut. Natürlich fahre ich runter. Der bräuchte so eine Kollisionswarnung, dass man dann hinten runterfällt. Manchmal, ich glaube, wenn ich das jetzt so setze, dann kann ich mir das sparen, nicht? Ich denke da nur immer nicht dran, das ist nicht sehr intuitiv. Ah, gerade wenn man dann das Item wechselt, denkt man da nicht dran, dass das gehen könnte. Ah, und da geht's nicht, weil das im Weg ist. Okay, dann machen wir es daneben. Sogar schon zu tief, nicht? 1. Irgendwie möchte er nicht. So. Und Level 2 raus. Du, 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 du. Sehr gut, sehr gut. Fließt dahin. Und wir gucken. Und wir sehen. Dass sie kein Level 2 kriegen. Jetzt erst. Okay, also mit der Priorität kriegen die erst, wenn das andere voll ist. Mhm. Achso, das war der Einzelne, nicht? Die anderen beiden kriegen immer hier zusammen. Ja, stimmt. Hier ist noch nicht angekommen. Level 2. Warum nicht? Da fehlt eins. Okay. Gut, dass wir nochmal geguckt haben. So, ich habe auch Level 2, was ich loswerden will. Inventar verwalten, rein da. Inventar verwalten, rein da. Inventar verwalten, rein da. Und Inventar verwalten, rein da. So, dann habe ich auch die aus der Tasche los. Sehr gut. Jetzt das gleiche Spielchen mit Level Nummer 3. Und dann sind wir wieder on track.
Die sind die nicht auf derselben Höhe? Ah nee, die sind ein Stück höher jetzt. Weil das Ding hier an sich höher ist. Ah, das ist ein natürlich blöd. Dann hätte ich das schon ausgleichen können, indem ich es tiefer setze. Ah ja, gut. Wie viel tiefer ist es dann? Zwei? Eins, zwei, ja. Zwei. Dann müsste das eigentlich passen. Ups, das war zu weit. Gehen wir mal auch auf die Höhe. Natürlich war ich ganz runter, aber wir haben ja jetzt hier unseren Aufstieg. Das ist ganz praktisch. Zank, zonk. Und wir gehen mal lieber auf Level 3 hoch. Ich freue mich schon, wenn ich alle Dings upgraden darf. Alle Förderbänder oder so. Ey, was soll denn das? Niemand wollte runterfallen. Der hat so eine Seifenfüße, da reicht ein Millimeter daneben zu treten, dass man runtergleitet. Und auf Output stellen. So, da habe ich leider, oder zum Glück, nicht so viele. Ey. Das ist auch noch nicht vollgelaufen. Alles klar. Und dann laufen auch die wieder ran. Klong, 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 klong. Klong, klong, klong. Und klong, klong, klong. Super. Ja, auch beim Dreier machen wir mal Priorität nach dort. Wird sich zeigen, ob das hilft. Ich meine, im schlimmsten Fall fällt einem Forschungsserver manchmal aus. Bis er wieder genug hat, dann machen wir nur mit 400% weiter. Was fehlt hier? Achso, das war schon das nächste Level. Warum habe ich hier eigentlich einen Doppelverteiler? Da unten war doch ein Verteiler schon bei denen. Fällt mir gerade mal auf. Oh nein, ich bin genau auf der falschen Seite runtergefallen. Okay, ich brauche hier unbedingt eine Leiter. Sonst drehe ich durch. Oh Mann. Ich habe den Verteiler ja da unten. Dann braucht der das hier nicht hier doppelt machen. Dann hätte ich hier den ja doch auf dieselben Ebenen wie die anderen bauen können. Oh no. Oh Mann. Egal. Und hier fehlten, glaube ich, nur ein paar von den Dingern. Genau. So, da ist das zumindest angebunden. Hat da irgendwas hingesetzt? Finde ich auch immer gut, wenn man sowas entdeckt. Und den hier machen wir einfach hier hinten. Der muss auf 1, 2, 3, 4 hoch. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei,
4. Nein! Ständig falle ich runter. Ständig. Was ich auch ständig mache, ist, die Folge zu überziehen. Aber ich würde sagen, wir haben einen guten Ausgangspunkt, in dem die Forschung wieder läuft. Und ich stoße noch die letzte Forschung an. Und ich würde sagen, die lautet dort chemische Verfahren. Und wir sehen 1% chemische Verfahren. Es funktioniert. Mit 500% Bonus. Kann ich ein Display lesen irgendwie? Komme ich nicht mehr ran, nicht wahr? Das ist auch blöd. Also warum die Dinger so sind, dass man sie von Weitem nicht lesen kann oder aufrufen kann. Ist halt echt schlecht. Forschungsserver 5, Forschungs 500. Ich kann es halt nicht lesen. Schade. Das werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall erfahren. Aber wir haben schon 5% und können jetzt wieder forschen. Wir haben hier Sachen vorgesehen und können damit weitermachen. Und ich glaube, da haben wir einen guten Stand. Und als nächstes kommt Olomit und irgendwelche Platten. Und dann gucken wir mal, was da alles so auf uns zukommt noch. Bis dann.